Also, ich muss eins sagen, ich habe heute auf jeden Fall Spaß mit dem Game. Ich sehe die ganzen Probleme und warum das auch für mich kein Dauerbrenner sein wird und die Technik ist nicht besser geworden. Aber also ich amüsiere mich heute gut mit dem Spiel, das muss ich wirklich sagen. Also jede Runde hat bisher irgendwie Spaß gemacht. Find's klasse, wie du dich immer aufregst. Ja, da muss man sich ja auch aufregen. Einer muss das tun. Ihr regt euch alle zu wenig auf, das ist das Problem. Also muss ich mich für stellvertretend für alle faulen Säcke, die sich nicht aufregen wollen, lautstark aufregen. Also ernsthaft, das verstehe ich wirklich nicht. Warum kann man nicht als Fan sagen, das Spiel macht mega Spaß, ich find's richtig geil, aber sie sind zu langsam, die müssen mal Gas geben. Ich verstehe nicht, warum immer nur das eine geht. Warum muss man ein Hater oder ein Fanboy sein? Warum gibt es nichts dazwischen heutzutage? Glaubt mir, ihr Fans wollt, dass das Spiel erfolgreich ist. Und so wird es nicht erfolgreich, wenn man ein Hardcore-Fan sein muss, um es zu genießen. Ich stehe 10 Meter weg und er drückt einfach seine Brandbombe. Oh, ich liebe es, dass das Game kein skillless Matchmaking hat, Alter. Sowas siehst du in COD nicht, dass einer so verkackt. Hier, so sieht's bei mir auch im Keller aus. Ganze YouTube-Money stapelt sich bis unter die Decke, Alter. Jo, danke für den Prime, your name. Ich hatte schon Angst. Dass ich den Scheiß hier völlig umsonst spiel. Oh, No-Scope obendrauf. Alter, der war für dich, Alter. Der war für deinen Sub. Vielen Dank. Den Headshot gibt's nochmal gratis dazu, Alter. Bitteschön. Die waren für dich, für den Support. Für euch alle. Und die ganzen legendären Leute, die bei YouTube gerade noch bei den ersten 50.000 dabei sind, Alter. Ehre. Auf dem Hauptkanal natürlich. Auf dem Mecker-Kanal, nicht auf dem Gameplay-Kanal, wo der Spaß ist. Wo der Spaß ist, sind wir nicht mal bei 8.000. Alter, Leute, was ist das für eine Lobby? Die ist so richtig schwitzig, Alter. Das ist aber geil, weil das die erste ist heute, wo man das Gefühl hat, dass hier richtig geschwitzt wird. Die anderen waren relativ entspannt. Das ist wie früher COD. Also was das angeht, muss man sagen, machen sie es richtig, ne? Also diese Mixed-Lobby-Scheiße, das funktioniert sehr gut. Du hast halt den ganzen Abend schön casual und dann auf einmal hast du wirklich so ein komplettes Team, was dir einfach die ganze Faust hinten reinstopft, Alter. Ja, die laufen auch schön zusammen. Also diesen Premade. Guck dir das an. Also es ist in 5 Stunden die erste Runde, wo ich echt merke, okay, die Gegner, die ziehen aber voll als Team durch. Da werde ich auch solo nichts machen können, also... Es hätte auch ruhig 2-mal in 5 Stunden sein können oder sogar 3-mal, aber damit kann man leben. Also die Experience von den Runden ist heute wirklich exzellent, finde ich. Da war wirklich alles bei. Also was das angeht, muss man sagen, kann ich mich heute echt nicht beschweren. Das fühlte sich nach schönen, gemischten Lobbys an. Die sind als Team gelaufen, die haben als Einzelspieler gut gespielt, die haben nicht einfach durchgetriggert, die haben sich verpisst, wenn sie gemerkt haben, okay, den Gunfight verliere ich vielleicht. Das war nicht schlecht. Was ist jetzt? Wieso habe ich 60 FPS, Dude? Dude, das Game ist so ein Bugfest, Alter. Krass. Immer noch. Da muss man die Mucke ausmachen. Ich habe den Modus extra nicht reingepackt, Alter. Digga, leck mich. Ich gehe hier raus. Also nichts für ungut, tut mir leid, aber ich habe den Modus extra rausgenommen, weil ich finde den grauenhaft. Der Rest hat Spaß gemacht, aber... Ich habe heute noch nicht einmal die Rennstrecke gehabt und die ist schon eigentlich älter, die Map. Du spielst einfach die neuen Maps nicht. Einfach eine Season 1 und 2 Playlist reinmachen. Zum Start der neuen Season. Nur die Maps aus der aktuellen Season und der letzten Season. Ist das so kompliziert, eine Playlist zu kreieren in diesem Spiel oder was? Also ernst gemeinte Frage, wie kann das sein? Digga, warum ist nicht zumindest bei der Abstimmung immer mindestens eine neue Karte dabei? Wieso muss ich zwischen kleines Dorf und Nudelplex, zwischen 2 fucking Alpha-Maps mich entscheiden? Neuer Content, neue Season, du spielst den ganzen Abend dasselbe alte Spiel. Wie kann man es 2-mal am Stück so hart verkacken? Mit der Motivation. Geht das euch nicht so, wenn ihr Fan von dem Spiel seid, dass ihr lieber die neuen Maps spielen wollt? Ich verstehe das nicht. Aber stell mal vor, ich hätte das Spiel jetzt die letzten Wochen komplett durchgesuchtet. Ich komme voller Vorfreude in eine neue Season rein und spiele nur den alten Scheiß. Wisst ihr, welche Leute das feiern? Die denen einfach bereitwillig ihr Geld geben für den Skip. Die kaufen sich die neuen Waffen, die kaufen sich den neuen Operator oder die neue Fraktion und dann fangen die an zu zocken. Und merken gar nicht, wie selten die neue Map kommt, weil sie ja schon was Neues haben. Es gibt eine neue Playlist, wo nur die neue Karte gespielt wird? Okay, warte mal. Also, dann ist das Uferzone. Aber dann, also es gibt nur diese eine Map. Also, du kannst entweder die ganze Zeit die neueste Map spielen oder du kriegst 90% der Zeit die alten Maps. Ja, aber also wäre es nicht besser, wenn die neue Map halt so wenigstens mal alle 3, 4 Runden einfach automatisch käme? In der normalen Playlist? Die kommt so selten. Wir haben die heute wirklich viel zu selten gespielt. Genauso wie letzte Season. Das ist schade, ja. Aber ich habe die doch drin. Die war die ganze Zeit drin. Die habe ich jetzt nicht dazu geklickt. Deswegen kam vorhin auch wahrscheinlich dann einmal Bombe. Das eine Mal, wo die Map dann kam. Ja, das war auch auf der Map. Klar.
Also kommt es trotzdem nicht. Also dann war das tatsächlich die ganze Zeit aktiv. Es müsste eine Priorisierung geben. Die ältesten Maps müssten am wenigsten oft kommen und die neuesten Maps müssten am öftesten kommen, damit es sich nicht so schnell abgreift, das Spiel. Digga, der den Laser immer noch nicht gefixt. Der zeigt immer noch irgendwo hin. Ich fass es nicht. Wie kann man denn so langsam sein mit Sachen? Das ist seit der Alpha. Also die ganzen klassischen Fehler sind immer noch drin und ich werde sterben, weil Cleaner. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne, dieser Dot von dem Cleaner ist auch so eine räudige Gammelmechanik, Mann. Ich spiele die Cleaner auch gerne, das ist kein Front gegen Leute, die den gerne spielen. Ich spiele den wirklich gerne auch. Aber, Alter, die Fähigkeiten sind so dämlich in dem Game. Ich will nicht wissen, wie viele Leute es nur wegen der Fähigkeiten schon allein nicht mögen, das Game. Wenn sie einen Modus reinmachen würden ohne Fähigkeiten, das würde auf jeden Fall deutlich mehr Leute noch zusätzlich interessieren. Da bin ich mir sehr sicher. Seid mal ehrlich, sagt mir mal ehrlich, ob ihr mehr spielen würdet oder überhaupt spielen würdet, wenn das ohne Fähigkeiten gäbe. Als Modus. Was ist das für ein Sound, Alter? Die haben eine riesige Waschmaschine angeschmissen, oder? Die Lobbys sind super durchgemischt. Ich spiele jetzt seit 5,5 Stunden völlig casual vor mich hin. Streng mich nicht an, chill, hör Mucke, laber mit euch und hab einen schönen Abend. Also, das ist schon mal gut. Wenn sie Technik hinkriegen und mal schneller werden mit ihrem Content und den Fixes, könnte das tatsächlich echt noch was werden. Aber in der Engine sehe ich es einfach nicht. Ja, also wir spielen auf jeden Fall deutlich mehr das Objective als die Gegner. What? Verbrannt? Alter Gott, es ist so ein Scheißgefühl, einen Gunfight zu gewinnen, nur um dann zu verbluten, Alter. Diese scheiß Brandkugeln. Und wie gesagt, ich spiele den Cleaner selbst. Ich finde ihn ja auch witzig. Aber das ist einfach eine Drecksmechanik. Vielleicht lag es auch nur an den Attachments. Mal gucken. Gut, da ist kein Red Dot. Ist kein Red Dot. Seht ihr das? Es ist kein Red Dot in meinem Red Dot. Coole Sache. Nee, das ist einfach fertig, das Spiel, Digga. Das ist einfach ein technisch gar keine Gurke. Es ist ein Meisterwerk. Sowas. Wie kann sowas passieren in einem First-Person-Shooter? Nee, also da gibt's nichts zu meckern, Alter. Das ist also wirklich technisch 1A. Entwickelt sich einfach komplett in die richtige Richtung, das Spiel. Kann man nichts sagen. Handtaschen sind Black Sabbath Pass für Frauen, was? Digga, Bier ist meine Handtasche. Geh mir ab mit deinem komischen Pass. Wenn ich schon Geld ausgebe, Alter, dann will ich am Ende auch nichts davon haben, außer einen dicken Kopf, Alter. So, gibt's Punkte für Bombe legen? Das ist jetzt die Frage. Lol, jedes Mal jetzt wieder auswählen? Ach so, einmal Angreifer, einmal Verteidiger, wa? So. Ja, also es gibt auf jeden Fall die meisten Punkte für die Bombe. Props. Lol, wie, Digga, was ist mit der Animation? Ja, ich hab's auch gerade. The fuck? Das ist die zweite Runde. Die erste, die wir zusammen spielen. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich das zeige in einem Video, dann gibt's 1000 Leute, die sagen, also ich hätte das nicht. Achso, denn das ist natürlich nicht passiert, Alter. Ja, ich finde auch diese ganzen Fähigkeiten passen überhaupt nicht in so einen Modus rein. Warum? Guck mal, das wäre die Chance gewesen. Bei dem Modus hätten sie die ganzen passiven und die ganzen aktiven Fähigkeiten rausnehmen können. Du hast eh nur ein Leben, Health Regen raus, keine Fähigkeiten. Wäre doch perfekt in dem Modus gewesen. Warum? Warum machen sie nicht diesen einen Modus ein bisschen entschleunigt, wirklich komplett, dass er ein bisschen spannender ist? Digga, warum geht das nicht zack, zack, zack? Es ist doch ausgewählt. Also von mir aus kann man es ja switchen, aber dann als, ne, Escape, so wie sonst auch. Einfach so als aktive Entscheidung, aber noch nicht. Ja. Guck mal, ich muss jedes Mal auf das klicken, was ich eigentlich schon habe. Dann nochmal die Waffe. Das ist einfach nicht fertig. Das soll 100% so nicht sein. Die sind einfach nicht fertig geworden. Das ergibt keinen Sinn, dass du jedes Mal wieder deinen Loadout neu auswählst. Und das erklärt auch, warum das einfach sich noch nicht wirklich so anfühlt, als wäre es ein runder Mode. Oh Gott, Alter. Ultis. Auch sowas gehört in so einen Modus einfach nicht rein. Jetzt hat er so eine Ulti mit Wallhack und One-Shot-Pistol. Mitten in so einem One-Life-Shit. Also, das ist so dumm. Also, den Modus nehme ich gleich raus. Was ist jetzt? Jetzt kann ich niemanden mehr beobachten, oder was? Ich beobachte jetzt die Freiheitsstatue. Digga, das Game ist einfach ready to release, Alter. Das ist einfach... Echt perfekt, Alter. Weißt du, was geil ist? Die ersten Playtests haben besser funktioniert als das jetzt hier. Das war noch unter NDA. Da durftest du noch gar nicht drüber reden. Wie gesagt, ich bin wieder so ein Bug-Magnet. Also, die Fanboys werden es alle nicht haben. Die spielen einfach eine andere Version als ich. Die kriegen andere Patches. Vielleicht ist einer von den Tiers im Battle Pass auch ein besserer Patch. Keine Ahnung, ich spiele die nicht durch. Ja. Nice. Ich habe eine Bombe platziert. Glaube ich auch als einziger, oder? Im ganzen Match hat niemand die Bombe platziert, außer mir. Ein einziges Mal, Runde 1. Es haben alle wieder TDM gespielt. Raus. Bloß weg den Modus. Also der taugt wirklich gar nichts. Das passt nicht, das ist nicht durchdacht. Ist nicht fertig. Ja.
Du kannst nicht einfach immer alles, was im Spiel ist, in jeden Modus reinpacken. Wenn du Modes kreierst, dann musst du das wie eine Playlist machen, die nach bestimmten Regeln funktioniert. Dann funktionieren die Modes auch besser. Wieso will denn keiner Clubhouse spielen? Die Map ist endlich mal gut und alle wählen diese Kack-Map. Die ist so dreudig. Ja, wie gesagt, für mich ist das Schärfste einfach, dass die Hitmarker kleinseitig sind. Du kriegst Hitmarker, der Server kriegt davon gar nichts mit und du wunderst dich, warum du Hitmarker farmst. Spätestens dann muss man einfach sagen, ist das Game technisch einfach eine Gurke. Und immer wenn Fans sagen, also das stimmt ja gar nicht, das ist ja gar nicht mehr so schlimm und bla. Neulich schrieb einer, du hast ja nur 60 Stunden, du kannst ja gar nicht beurteilen. Dude, Alter, ich muss nur 5 Minuten spielen, dann kann ich das beurteilen. Abgesehen davon haben die Devs es selbst zugegeben und sagen, sie sind aktiv daran am Arbeiten, an diesen Dingen, die angeblich nicht existieren. Fucking Entwickler selber sagen das. Lügen die auch, oder was? Sind es auch Hater? Ja, für mich ist das hier eher der Selling Point, dass halt eben kein SPMM mehr hat. Also das finde ich halt schon für mich persönlich einen ganz guten Vorteil. Weil dadurch hast du halt, also das kann man halt wirklich casual spielen. Nicht so wie COD, wo die Runden halt so super sweaty sind. Lol, der Indikator von der Granate ist einfach mittendrin verschwunden. Ich wusste nicht, wo sie hin ist. Wieso passiert sowas auch noch? Das Spiel ist jetzt seit wann draußen? Seit April oder so? Wie kann sowas noch sein? Kann ich so jetzt Distanzkills mit dem Ding machen? Also theoretisch müsste man jetzt einfach irgendwo am Rand schimmeln. Einfach nur, um eine Waffe freizuspielen. Diese ganzen Hausaufgaben promoten einfach immer den dümmsten Spielstil. Komischerweise haben diese ganzen Sachen fast nie irgendwas PTFO-mäßiges als Aufgabe. Das will ich ja wenigstens noch feiern. Einfach eine gewisse Zeit in der Flagge. Oder einfach, ne, mache so und so viele Objective Points. Warum? Warum nicht? Ja. Wenn man die Roadmap für Season 3 anschaut, dann kommt ja auch Prestige und die Badges. Das Spiel ist halt ein Marathon und kein Sprint. Ja, aber das interessiert mich als Spieler nicht, Digga. Das Spiel ist draußen und es kann nicht sein, dass man bis Season 4 warten muss, bis man in einem Ranked-Match sagen kann, okay, wir geben auf, weil hier ist einer gelieft. Dass du immer noch gezwungen bist, Matches bis zum Ende zu spielen, die eigentlich verloren sind. Wie kann das da sein, dass das bis Season 4 dauert? Also tut mir leid, nein, da gibt es einfach keine Entschuldigung für. Ja, ne, die sind zu langsam, das Spiel ist zu schlecht rausgekommen schon. Es hat zu lange gedauert, überhaupt erstmal zu releasen, trotz tausender Tests. Die haben ja wirklich gute Playtests gemacht. Die haben es ja viel getestet, aber es hat sich fast nichts verbessert. Sie sind einfach zu langsam. Da kann man doch nicht einfach sagen, jo, es soll kein Sprint. Ja, aber das Spiel ist draußen. Sie wollen mein Geld jetzt, Digga. Du kriegst das Preisgeld ja auch erst dann, wenn du den Marathon gewonnen hast und nicht mittendrin. Neulich gerade wieder einen Kommentar gelesen vor ein paar Tagen, so von wegen, ja, muss man denn immer wegen Geldgeilheit nur Hate verbreiten und so. Wo ich mir so denke, lustig, dass die Leute die Geldgeilheit beim YouTuber kritisieren, der Probleme anspricht von einem geldgeilen Publisher. Da ist das okay. Ohne das strikte Matchmaking hätte ich die letzten CODs alle gern gespielt. So for fun, für casual, klar. Da gefällt mir X-Defiant in dem Punkt tatsächlich einfach deutlich besser. Auch wenn das viele Probleme hat, aber das hier kann ich casual zocken. Da habe ich nicht die Probleme mit diesem ekelhaften Gefühl, nur manipuliert zu werden. Hier habe ich die ganzen anderen technischen Probleme, die ich aus COD kenne, in schlimmerer Form. Aber wenn ich mir eins von beiden aussuchen müsste, würde ich dauerhaft wahrscheinlich auch eher das hier spielen. Einfach, weil es gemütlicher ist. Hier gibt es wenigstens so ein kleines Skill-Gap. Von dem hast du zwar meistens nichts, weil die Server einfach Trash sind, aber man hat hier immer mal eine schöne Runde, wo man ganz entspannt nochmal rein dominiert und die meiste Zeit geht man halt wenigstens nicht komplett unter. Also die haben das auf jeden Fall verlängert mit der Tellermine. Finde ich aber geil, dass die nicht mehr so strong ist. Wow. Aua. Warst du das? Ja. Nice. Ich dachte gerade so, oh, RIP, mein Junge, Alter. Das arme Schwein. Haben doch auch reingeschrieben, dass sie irgendwie die Steps verbessern wollten, oder? Also, ich höre nichts an Steps. Ich höre eh nichts, ich spiele mit Mokka, mir ist alles egal. Lol, stirb. Oh, lol, oh no! Und dann von so einer Kack-Tellermine, no! Erstmal eine Tellermine hinschmeißen. Ich will kein Rank spielen, Digga, wenn ich jedes Mal, wenn einer rauslief, noch eine Loser-Runde zu Ende zocken muss. Ja, nee. In so einem Spiel, wo die Verbindungsqualität eh für die Tonne ist. Und wahrscheinlich Leute eh rausdroppen. Digga, hier hat auch schon einer locker den ganzen Battle Pass gekauft. Hier liegt schon die erste PP-Ga rum. Ich flipp aus. Ey, das funktioniert halt einfach, ne? Vielen Dank wirklich an jeden, der diesen Schmutz immer unterstützt. Es ist kein Wunder, dass du überall nur abgezockt wirst, wenn die Leute sofort Mamas Kreditkarte durchziehen, Alter.
Aber die Runde macht tatsächlich Spaß. Die ist ganz fetzig gewesen jetzt. Ein bisschen mehr Action gehabt. Der Modus ist aber auch besser, finde ich. Weil du hier wirklich auch Bock hast, die Dinger einzusammeln, weil du ja tatsächlich auch einen Bonus dadurch bekommst. Also dieser Movement-Speed-Bonus ist ja insane. Ist viel besser als das Markeneinsammeln in einem normalen COD, weil das macht nämlich keiner. Weil du kriegst den Kill ja eh. Früher nicht. Früher hast du den Kill nur bekommen, wenn einer die Marke eingesammelt hat. Jetzt kriegst du den Kill eh. Die Marke ist nur noch für Punkte. Deswegen spielt in COD in Kill Confirm keiner die Flaggendinger, die Marken. Aber hier spielt fast jeder die Marken, weil jeder will schnell sein und den Bonus haben. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den machen sie komplett richtig. Der Modus ist richtig cool von der Idee und auch von der Umsetzung. Aber ich finde auch, das Problem ist immer, wenn du zum Beispiel XDefiant oder COD streamst, dann gucken im Regelfall halt Fans zu. Und wenn du dann über sowas redest, dann haben die keinen Bock. Und das ist schade, weil genau diesen Diskurs man eigentlich ja führen muss, wenn einem das Spiel am Herzen liegt. Oh mein Gott, ich bin so dead, Junge. Auch geil, dass das auch die ganze Zeit wieder nicht funktioniert, das Scheißding an die Wand zu kleben hier. Er macht ja immer so einen Geisterwurf. Bumm. Alter, was ist das für eine Scheißfähigkeit? Wie sollen die Kreissägeblätter schießen? Und dann bounce die Dinger nach 1000 Jahre von der Wand ab? Echt jetzt? Ach, dass die Ulti von denen war? Ach du Scheiße, Digga. Das ist ja nervig. Oh Mann. Gut, also in 10 Tagen oder so werde ich wissen, wie die Highwaymen drauf sind. Haha, Kappa. Werde ich nicht. Ich werde das auf gar keinen Fall grinden. Glaube ich nicht. Sehe ich mich nicht. Scheiße. Oh nein, ich habe verkackt. Oh, erster, nice. Stimmt, die federt so zurück, die DMR, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Brr, brr, brr. Sieht aus, als ob er gegen so eine Feder schießt. Oh, jetzt. Ach, scheiße, Digga, ich sehe gerade, ich habe vorhin einen Sub verpasst. Era, danke für den Sub. Falls du noch da bist, wahrscheinlich nicht. Muss ich ein Video reinschneiden dann, vielen Dank nochmal. Era 048, seit 13 Monaten dabei, am zweiten Jahr am Arbeiten. Das tut mir leid, habe ich vorhin in unserer Wut nicht mitbekommen. Über Ubisoft, nicht über die Spieler natürlich. Übrigens, das ist auch so ein Punkt. Ich finde, die Leute müssen unbedingt verstehen, dass ich auf ihrer Seite bin. Also gerade die Fans von den Games, ihr solltet wirklich euch mal hinter die Ohren schreiben, dass ich auf eurer Seite bin. Ich bin nicht gegen euch. Wir haben dasselbe fucking Hobby. Dieselbe Passion hoffentlich. Der einzige in der Zone, in jedem einzelnen Spiel, Digga. Egal welches Spiel das ist, wir sind der einzige Vollpfosten, der das scheiß Spiel versteht. Was ist los, Alter, mit diesen ganzen Pro-Gamern, die alle so krass sind, dass sie nicht mal einen Spielmodus verstehen, Alter. Haut so, er Bunny hoppt vor der Flagge rum. Perfekt, perfekt. Danke, Dieter, Alter, wirklich. Okay, die Ult ist doch gut. Ich liebe das, durch so einen Bullshit zu sterben, Alter. Okay, das ist fucking witzig, den Leuten das Schild in die Fresse zu kloppen, Alter. Aber geil, dass ich in der zweiten Season endlich auch die Fraktion von der ersten Season spiele. Alter, Leute, was ist das denn für Trottel? Die waren ja smart. Die einfach zu dritt auf einem Haufen geknubbelt. Und dann explodiert. Ich sterbe nur durch diesen scheiß Molotow. Wie bin ich Letzter? Was geht? Ja, ich habe 350 Zielpunkte, das ist das Problem. Ja. Anstatt Kills zu geiern, habe ich versucht, die Runde zu gewinnen, ich Idiot. Ich kann das nicht, ich kriege das nicht aus dem System. Ich will mir das auch nicht abgewöhnen. Ist ein Objective Player, war schon immer so. For the win. Ich spiele nicht für meine fucking Rosinenklöten, sondern ich spiele for the win. Ja, das ist eine Sache, die kriegt kein Spiel vernünftig hin, ne? Die Objectives richtig zu belohnen. Geil, dass du nicht wirklich erkennen kannst, was vom Freund und was vom Feind ist hier, das Feuer. Das von den Freunden sieht genauso aus. Ja. Ich weiß nicht mal, was passiert ist. Geil, direkt neben dem Gegner gespawnt. Direkt am Objective neben zwei Gegnern gespawnt. Das muss aber nicht sein, oder? Der spawnt direkt vor mir. Hä, sind die Spawns gerade in diesem Augenblick kaputt gegangen, oder was?
Nee. Nee, kein Interesse. Ja, die Runde ist deutlich entspannter auf jeden Fall. Okay, das ist eine richtige Spezies hier, die machen gar nichts. Aber das Game hat ja angeblich doch SBMM, jojo. Mhm. Safe, Digga. Der ist geil hier, Alter. Der gefällt mir richtig gut, Alter. Oh, sorry, habe ich ihn jetzt verkauft? Lol. Okay. Hä, habe ich Aim Assist am Schild? Was, das fühlt sich gerade ganz weird an. An der Maus? Bitte nicht, Alter. Entgegen dem Irrglauben, den manche Leute am Controller haben, will man als Mausspieler kein Aim Assist, Alter. Das nervt nur. AK geht heute richtig rein, Junge. Gibt's einen Screenshake-Regler mittlerweile? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Oh Gott. Ja, tschüss. Aber man merkt richtig, wie die hier einfach nicht so gut sind. Das ist nice. Sowas kennt man halt in COD nicht mehr, solche Runden. Wo du merkst, dass die Gegner... Guck mal hier, das, sowas wäre in COD nie passiert, Digga. Da hätte mich jeder Lappen in der Lobby komplett sofort ruiniert, wenn er noch ein Schutzschild hat. Wir hatten immer noch da drin. Okay, Dude, die sind halt so schlecht, das ist ja der Hammer. Alter Schwede, das ist ja eine Premium-Lobby, Alter. So spielen die Leute mit ihren Reverse-Boosted-Accounts den ganzen Tag normalerweise. Krass. Ja. Aber irgendwie am Ende... Ich meine, gut, noch ist... Oh Gott. Boah, Digga, meine Mates sind auch genauso geil. Ja, Muni alle. Oh, dieses System hier mit den Granatenabfang, Alter, das ist richtig Premium, Junge. Und bumm. Nein! Ich hätte reinlaufen müssen. Ich wollte ihn trollen. Das war der Fehler. Aber die Runde war stabil. Da haben wir auf jeden Fall ein paar nette Steamrolls gehabt. Oh Gott, Alter, wie habe ich das überlebt? Mit meinem Rentner-Movement. Opa ist wieder ohne Movement auf der Map unterwegs. Alter, ohne Scheiß, bei B muss Gold vergraben sein. Ist ja krass. Mh, lecker. Schade, waren nur zwei. Vergesst immer, dass das Hipfire Trash ist in dem Game. Wow. Boah, diese Scheiße. Ich sterbe fast nur von irgendwelchen Kackfähigkeiten, Mann. In einem Shooter permanent nur von irgendwelchen One-Shot-Mechaniken getroffen zu werden, ist halt einfach nicht cool. Nice. Der hinten hat schön die Granate gefressen. Also P90 ist gut. Also die Impact Nade ist das beste Gadget im Spiel, Digga. Muss ich gleich mal auf allen Klassen ausrüsten. Na, hast du schön bezahlt für den Skip, Alter? Erzähl mir nicht, dass du dir Shit schon freigespielt hast. Solchen Typen hau ich gerne auf so... Digga, man hat einen Aim Assist am Schild. Der aimt auf den Gegner, selbst an der Maus. Das ist ja richtig weird. Das bringt er dir total raus. Das muss aber ganz schnell gefixt werden, ey. Alter, der hat mich fast gegrillt. Er hat mich gegrillt. Spawn fast in Line of Sight, Alter, nice. Wie viel hält denn das Ding auch aus?
Jungs! Oh Gott, Digga, diese Mates. Und wir gucken alle zu, wie der Flammenwerferauto da kommt, oder was? Weil ich mit der Spinne abgelenkt bin. Wow. Na, mit der Ulti, lol. Oh. Hier ist auch wieder so ein Gadget, was richtig schön braindead ist, oder? Die Ulti von denen. Einfach so Half-Life-mäßige Werfer, die dann an der Wand abbouncen. Na, das war doch okay. Aber es gibt halt auch Games, da muss man einfach mal locker flockig einfach reinstürmen und alles umballern oder dabei sterben. Also, das finde ich sowieso immer witzig. Auch bei YouTube in letzter Zeit öfter bei solchen Streams, dass Leute reinkommen und sagen, spiel doch nicht so schnell, dann stirbst du doch nicht so oft. Digga, mir ist scheißegal, ob ich sterbe. Das ist mir wurscht. Das Game funktioniert eh nicht richtig. Einfach nur mal einen Spaß haben. Und ich renne halt zum Objective. Ich renne ja nicht einfach nur irgendwo hin, sondern ich renne ja schon eigentlich zur Flagge. Ja, die Map ist Action. Alter, lol, geht ab wie ein fickender Fuchs, der Shit hier, ey. Ja, 1000 Granaten später. Oh, und beide. Oh. Ja, es ist auf jeden Fall eine Granatenrunde, würde ich mal meinen. Der hat ja richtig geschlafen. Digga. Also, auch hier, selbe wie bei COD, dich hier in eine Flagge zu setzen, ist einfach der absolute fucking Selbstmord, Dude. Das macht Spaß, den Leuten ins Maul zu hauen mit dem Ding. Hält auch gut lange, ne? Alter, wie spät der Kill kam. Am Anfang dachte ich, die Ulti von denen ist scheiße, aber die ist voll geil. Hm, 325 Objective Points und lohnt sich nicht. Also wieder leider komplett dämlich, sich in die Zone zu setzen. Was ist so schwer daran, das anzupassen, dass man mehr Punkte fürs Objective? Das ist der leichteste Fix ever. Irgendeiner muss dir irgendwann mal erklären, warum man aktuell in allen Games nur gebumst wird, wenn man als Einziger die Flagge spielt, Alter. Also warum gibt es nicht einfach ein bisschen mehr Punkte? Das ist doch einfach nur, da stellt man einen Wert um und fertig. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht spielen dann auch mehr Leute mal die scheiß Flaggen. Das ist auch spannender, als immer nur Team Deathmatch zu spielen. Wozu gibt es 1000 Modes, wenn alles Team Deathmatch ist? Jedes Game macht den Scheiß. Oh. Triple. Aber gut, dann brauche ich das ja auch nicht mehr machen. Was soll ich da an der Flagge rumgammeln und drauf warten, dass irgendeiner in Line of Sight kommt? Was war mit ihm denn? Geil. Oh, hier hat einer diese Scheiß-Ult. Ah. Der nächste. Oh Gott, die kommen hier überall. Junge, Mate! Ich war in der Animation von dem Ding. Und der Mate steht hinter dem Gegner und macht nichts. Massiert dir die Schultern, Digga. Hast du sie denn wenigstens vorher gefragt? Also heute kein einziges Mal Mausbug gehabt. Ich möchte nur noch mal anmerken an diese ganzen Hyper-Klugscheißer. Hier, siehst du sogar Blindkills, easy. Die wegen meiner Mausproblematik gesagt haben, er spielt mit einer Funkmaus und wundert sich über Mausprobleme. Dude, hier ist eine fucking Funkmaus, Alter. Und sie funktioniert. Es ist dieselbe fucking Maus, die ich seit Jahren habe. Die Leute sollen aufhören, Scheiße zu labern, wenn Spiele Fehler haben.
Ulti, ey. Super nervig. Ah, schade, Alter. Das hätten wir eigentlich noch locker gewinnen können. Die war jetzt nicht so gut. Na, siehst du? Guck. 550 Objective Score. So, warum bin ich nicht erster, Dude? Ich habe genauso viele Kills wie der Erste. Der Zweite hat gerade mal 3 Kills mehr als ich. Und ich habe trotzdem deutlich mehr Objective Points als er. Also das zum Beispiel darf nicht sein. Tut mir leid. In einem Spiel, wo du auf der Mini-Flagge sitzt und 1000 Granaten frisst und dann noch so viele Points damit machst, da hast du gefälligst erster zu sein, wenn du die meisten Punkte hast. Tut mir leid, das ist einfach meine Meinung. Ich muss mal kurz schiffen, Alter. Aber ich hab Bock. Also heute macht Spaß auf jeden Fall. Also ich muss echt sagen, es ist zwar immer noch das gleiche Game, aber da ich es mir noch nicht tot gespielt habe, weil es halt nicht richtig funktioniert hat mit der Maus, macht's heute echt mal wieder Bock. Und die Runden sind auch echt angenehm gemischt. Also wirklich sehr, sehr schön vom Spielerlebnis, abgesehen von den technischen Problemen natürlich. Aber also heute macht Bock. Heute habe ich echt Spaß. Ja. Das, also für Domination ist die Map ja wohl völliger Scheiß. Wieso packt man denn den Scheiß-Spot so komplett in die Mitte? Guck mal, das ist so ein typischer Troll-Move von modernen Games mit modernem Map-Design. Guck dir bitte die Objective-Zone an. Die Deckung ist in der Mitte. Also, sodass du keine Deckung hast. Guck dir das an. Ja gut, hier ist so ein kleines Fitzelchen. Aber was? Okay, das war die Spinne. Ich wollte gerade sagen, was ist mit meiner Maus los? Seht ihr das? Die einzige Deckung ist ein Klotz in der Mitte. Wow. Ist das asozial, Alter. Na, ist keine Deckung, wa? Ach, du auch nicht. Ist scheiße. Ich weiß. Das ist die schöne Belohnung fürs PTFO, mein Freund, Alter. Aber hauptsache 1000 Spinnen, Alter. Siehst du, ich geh rein, bin tot, weil hier nichts ist. Guck mal, wie langsam die Leute reagieren. Die haben gar keine Chance zu reagieren, immer noch nicht. Du kannst hier außen Flanke laufen und immer wieder A harassen. Das ist vielleicht eine Option. Weißt du, was ich richtig feier? Dass es noch nicht diesen Ekel-Perk wie in COD gibt, Alter. Der die Leute warnt, wenn du sie anaimst. Das ist so schön. Das war so ätzend bei der BO Beta, Alter. Jedes Mal, wenn du auf irgendwen geaimt hast. Na, mein Freund, suchst du mich? Und siehst du, guck, das passiert, wenn du das Objective ignorierst. Kannst hier schön Kills farmen, Alter. Es ist traurig. Es ist so traurig, Alter, dass das wirklich einfach bestraft wird, die Flaggen zu spielen. Als jemand, der PTFO-Motherfucker ist, kann ich da nur Ruptur sagen, Alter. Wirklich. Weiß nicht, wie ich das anders euch erklären soll, wie sehr mir das in der Seele wehtut, Flaggenmods zu sehen, die einfach aktiv verhindern, dass du Lust hast, die Flagge zu spielen. Alles ist ein Deathmatch. Hier, guck, Mr. Super Otto zündet seinen Molly auf 8 Kilometer Entfernung. Aber Hauptsache, komplett auf die Flagge scheißen. Und wir haben auch noch keine neue Waffe. Also 4,5 Stunden spielen, ohne irgendetwas Neues ausprobieren zu können, außer einer neuen Map? Weiß ich nicht, ich finde das einfach zu lang. Keine Ahnung, schockt nicht. Warum steht dieses scheiß Atemanhalten bei den Games eigentlich immer mitten im Scope, Alter? Die Mechanik ist älter als ich. Und ich bin fucking alt. Muss man das wirklich den Leuten noch so reinforcen? Ah! Gut, dass der Mate einfach gar nichts macht. Außer sterben natürlich, Leute. Digga, was ist denn das mit den Mates? Ich spiele jetzt auch nicht das Objective hier. Die Hausaufgabe sagt, ich soll Sniper-Kills machen. Kann ich ja nichts für. Das war ein Headshot? LOL! Nicht schlecht für einen Rentner. Guck dir den Sniper an, der Teamplay macht, Alter, und seine Mates halt. Was ist das denn für einer? Noch ein Hitmarker? Und kein Assist. Wie gesagt, das, da siehst du diese client-basierten Hitmarker. Du kriegst einen Hitmarker, aber du hast keinen Hit gemacht. Das ist, weil die Hitmarker auf dem Client passieren und es egal ist, ob der Server das auch so sieht oder nicht. Oh, der war nice. Und Flint. Larry Flinch, Alter. Das wäre auch ein guter Name für einen Neffen-Account, Alter. Kann ich mir den Copyright-mäßig mal saven? Oh, mit der letzten Kugel.
Alter, dass der so einen Aim-Assist beim Punchen hat. Was soll das? Das war doch... War das vorher auch schon? Das ist ja richtig weird, Junge. Hoffentlich patchen sie das ganz schnell wieder raus. Also ich will das nicht an der Maus haben. Bumm. Nein. Fixi Hartmann. Endlich mal wieder einer. Fixi Langmann und Fixi Gutmann waren leider nicht dabei. Oder? Ne, nur Fixi Hartmann. Heute mal alleine unterwegs. Ehre. Fühle ich so als Solospieler voll. Hm? Da rennt doch einer durch den Draht. Oh, noch gekriegt. Nice. Natürlich kommt dann noch ein Dritter dazu. Also 50% vom Gegnerteam einfach direkt bei mir gewesen. Och, nö. Ja, ich darf mich nicht darüber beschweren. Ich mache das auch die ganze Zeit, Alter. So viele räudige Double Kills heute gekriegt. Unverdient. Aber so ist es halt, wenn man Granatenspam in sein Spiel einbaut. Ah, das ist nicht gut. Fühlt sich immer an, als ob man gegen das ganze Team spielt. Oder bewegen sich meine Mates einfach nicht. Cool, der hat einfach die Granate geblockt, der Mate. Nice. Oh, tschüss. Und was hast du hier neben dem Feind gemacht direkt? Nice. Ja, also die Schild-Ulti ist voll cool. Also ich spiele jetzt natürlich die Fraktion vom letzten Mal, weil ich so lange gebraucht habe, mir das freizuspielen. Dass ich jetzt in der nächsten Season die aus der vorherigen Season für mich entdecke. Weil ich es nicht einsehe, denen Geld dafür zu geben, dass sie das Content-Zeug halt hinter eine Grind- und Paywall packen. Nee, dass Mates deine Granaten blocken können, ist wirklich völlig dämlich. Einfach ganz und gar Schmutz. Das sehe ich auch so. Schiss. Guck mal, wie spät die Leute reagieren. Damit, also das ist ein klassischer Indikator, dass die Server nicht richtig laufen. Wenn du gefühlt halbes Magazin die Gegner reinballerst, bevor die reagieren. Er hat auch null reagiert. Hat sich bestimmt angefühlt wie One Clap. Und jetzt habe ich wieder so einen komischen Frame-Einbruch. Runter auf 180 FPS und dann geht es wieder auf 240 hoch. Über das Frame-Cap hinaus, was ich gesetzt habe? Und dann pendelt er sich wieder ein. Das ist das, was ich meine mit Technikgurke. Ja, eine MMO-Engine für einen Shooter zu benutzen, das wäre nicht smart, Alter. Hat er sich selbst geblendet? Oh Gott! Der nächste Profi-Sniper, der null Awareness hat, tut. Wir nehmen literally den Punkt neben ihm ein und er steht vor der Tür und Harz kommt irgendwo in Richtung Spawn und denkt sich, oh ja, heute rasier ich richtig rein, Digga. Geile Barriere, Digga. Er stellt eine Barriere auf und rennt direkt durch die Barriere, um nicht mehr geschützt zu sein. Ja, schnell raus den Modus. Okay, der Winning Screen ist lustig. Aber niemand spielt den Skull and Bones Müll hier. Aber das war gut. Also von mir. Der Rest war Müll. Guck mal, er ist zum Lose reingekommen. Wow. Das ist undankbar. Das passiert also auch immer noch. Mhm.